Ich bin dahinter, ich bin dahinter. Komm mal her. Ich habe Angst, allein nach vorn zu gehen. Komm mal nach dahinter. Okay, warte. Wir treffen uns genau im Vordereingang, okay? Ich habe voll das Gefühl, dass du mich verarschst. Jo Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Bevor das ganze Video anfängt, für alle, die neu natürlich hier sind und jetzt natürlich erstmal fragen werden, woher ich meinen Paris-Pullover habe, den habe ich vom Nike Store. Und zwar werde ich heute wieder eine Beziehung testen und ich habe was mega krass vor, das erkläre ich euch gleich. Für die, die neu sind und das Video zum ersten Mal sehen und sich natürlich wieder denken, dass ich irgendwelche Beziehungen einfach so zerstöre. Nein, Leute, Personen schreiben mich an und sind sich nicht sicher in ihrer Beziehung und ich mache das nur, wenn Leute mir ihre Erlaubnis geben, das zu tun. Also von wegen, ich mische mich irgendwo ein, ich helfe eher den Leuten. Ja, Leute, und zwar habe ich heute was ganz krasses vor. Und zwar habe ich mir einen Jungen aus Frankfurt gekrallt, der sehr gut drauf reingefallen ist und mit dem ich mich vorhabe zu treffen, also die Fake-Person sich zu treffen. Und einfach, weil das so krass schon zu weit geht, es sind mittlerweile schon so viele Leute fremdgegangen. Und ich sag mal so, es war, glaube ich, nur eine Person bis jetzt dabei, die treu geblieben ist, was mich sehr traurig gemacht hat. Und mit dem Video will ich einfach Jungs auch zeigen und auch Mädchen natürlich, die fremdgehen, zu zeigen, dass sowas einfach nicht geht. Und dieses Mal werde ich versuchen, den Jungen bis nach draußen zu locken und ihm zu sagen, ganze Zeit, komm mal dahin, obwohl ich da gar nicht bin. Das werde ich heute probieren. Und ich würde sagen, wir lesen jetzt erstmal ganz easy den Chat vor, Leute. Ganz locker angefragt und geschrieben, hey Murat. Da hat er geschrieben, wer bist du? Mit Fragezeichen. Really, nigga? Da habe ich geschrieben, kennst mich eh nicht, haha. Und dann schreibt er direkt, doch, sag Name, bestimmt, haha, wohnst du in FFM? Fragezeichen. Für die, die nicht wissen, was FFM ist, das ist die Abkürzung für Frankfurt am Main. Und dann, weil ich einen guten Kumpel kannte aus Frankfurt, schöne Grüße erstmal an dich, habe ich geschrieben, Need. Ja, ich wusste natürlich auch, dass er auch in Need wohnt. Da hat er geschrieben, wirklich, ich auch, haha, was ein Zufall. Du wirst das Video bestimmt sehen. Was ein Zufall, ne? Da habe ich geschrieben, oha, was ein Zufall, Bock zu treffen abends? Sorry, voll überheblich, so ein auf den. Und er haut einfach raus, nein, Quatsch, ist voll süß. Und da habe ich geschrieben, so, bist du wenigstens Single? Was passiert? Ja, sowieso, hahaha. Ihr wisst ja, alle Frankfurter sind verrückt, das brauchen wir ja nicht sagen, ne? Und da habe ich geschrieben, hast du auch nichts mit einem Mädchen? Also ist im Laufe zu einer Beziehung, also könnte zu einer Beziehung führen. Nein, haha, alle sind untreu. Ab dem Moment, Leute, dachte ich mir, ey, ich sag ja immer eine Schweigeminute, ne? Wir machen mal bei denen 24 Stunden Schweigeminute. Geht schlafen, stoppt das Video und guckt das bitte erst morgen. Da habe ich geschrieben, ist so, du hast ja so recht, ey. Wollen wir uns treffen und ein bisschen darüber reden? Schreibt er, ja, wieso nicht? Ha, kannst du heute noch oder hast du Schule? Da habe ich geschrieben, ja, lass teilen, dann treffen. Schicke Nummer, hab Ausfall. Und er so, Baba, also steht sowas wie Hammer, geil. Hier meine Nummer, schick aber keinen und behalte alles für dich. Ey, da hat er mir wirklich seine Nummer geschickt. Ey, so einen scheinheiligen Chat hatte ich ja wirklich noch nie. Und tut mir leid, du wirst das richtig hardcore zurückkriegen. Ich werde diese Person jetzt anrufen, werde mit ihm normal telefonieren und werde ihm einfach sagen, dass wir uns in 10 Minuten, ich werde jetzt gleich per Google Maps irgendeinen Ort in Need eingeben, wo er dann hinkommen soll und er wird mich dann bestimmt ganze Zeit, nee, dann werde ich ihn anrufen, weil er hat ja meine Nummer nicht, weil ich natürlich anonym anrufen werde. Das würde ich persönlich schon längst checken, dass es eine Verarsche ist, wenn ein Mädchen anonym anruft. Naja, egal. Auf jeden Fall werde ich das so machen, dass ich ihn dann an irgendwelche Orte locken werde und ihn einfach verarschen werde, so wie er seine Freundin verarscht. Es ist jetzt Zeit für den Anruf. Wir checken mal noch einmal kurz den Mädchen-Stimmcheck. Das Schlimme ist, ich bin noch ein bisschen erkältet, warte. Ja, hallo? Es geht ja nicht darum, du sollst einfach nur zu diesem Ort kommen, Mensch. Nein, Spaß. Okay. Und schreib mal. Okay, geil. Hi. Ja, hallo? Was geht? Hi, ich bin's von Snapchat. Ah ja, alles klar. Wie geht's dir? Ja, mir geht's ganz gut. Und selbst? Auch. Das freut mich. Wir wollten ja was machen heute. Weißt du, wo wir uns treffen können, zufällig? Wo wohnst du denn genau? Ich wohne in Need. Da ist so ein Fußballplatz neben der Bushaltestelle. Kennst du die Kirche?
Ja, klar kenne ich die Kirche da. Niedkirche, richtig? Ja. Ja, kannst du dich damit mitreden? Ja, auf jeden Fall. Hättest du zufällig in 15 Minuten ungefähr Zeit? Kriegst du was hin? Aber komm wirklich, ne? Ja, klar, ich hab's doch nicht nötig. Vielleicht nicht per Apps oder so, weißt du? Nein, auf gar keinen Fall, ich komme auf jeden Fall. Aber du kommst doch, oder? Ja, ich komm sowieso. Okay, und was machen wir dann? Keine Ahnung, können wir mal schauen, ne? Also, meine Eltern sind gerade nicht da. Und ich könnte jetzt eigentlich sofort raus. Okay, sehr gut. Wollen wir uns dann einfach in 15 Minuten an der Liedkirche treffen? Schaffst du das? Ja, klar, auf jeden Fall. Ja, das wäre schön. Okay, gut. Ich warte dann. Dann rufe ich dich in 10 Minuten nochmal an, okay? Ja, okay, ich mache mich auf den Weg. Okay, bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Ich bin selber gespannt. Aber wenn das hinhaut, ey, dann Leute, dann ist doch schon ein bisschen geil. Also gib mal allein für die Aktion jetzt, wenn die klappt, einen Daumen hoch. Und wenn ich diese Art öfter machen soll, weil Leute, ganz ehrlich, wer ein Mädchen verarscht, der verdient es nicht anders. So, wenn ich das öfter machen soll, dann schreibt es in die Kommentare und macht einen Hashtag öfter. Einfach Hashtag öfter. Hey, meine lieben YouTube-Freunde, der Moment der Wahrheit ist endlich gekommen. Wir rufen ihn jetzt an und nehmen ihn komplett auseinander. Ey, ich bin so gespannt, wie es wird. Ich bin selber ein bisschen aufgeregt. Wo bist du denn? Ey, wo bist du, Mann? Ich warte. Aber bist du schon draußen? Ich stehe vor der Kirche. Ach so, ich bin dahinter, ich bin dahinter. Komm mal her. Ich habe Angst, allein nach vorne zu gehen. Komm mal nach dahinter. Wo? Dahinter, hinter der Kirche. Ja, warte. Ich stehe gerade. Hallo, ich hab stumm gemacht. Ja, wo bist du? Hinter der Kirche, Mensch. Ich bin doch da. Oh Mann, bitte verarsch mich nicht. Ich hab Angst. Ey, sag mal, wo bist du, Mann? Es ist kalt. Dahinter, also nicht genau dahinter, ein bisschen weiter links. Ah, da, bei dem Parkplatz. Ja, genau. Warte. Nein, oh Mann, hör auf mich zu verarschen, bitte. Hä, wo bist du? Okay, warte. Wir treffen uns genau im Vordereingang, okay? Oh. Ja, ich geh schnell. Ich hab voll das Gefühl, dass du mich verarschst. Ja. Schick mir mal ein Flint, wo du bist. Hör mal auf, bitte, damit. Schick mal, wo du bist. Ich hab kein gutes Internet. Ich hab kein gutes Internet. Oh. Ey, ich bin vor der Kirche, wo bist du? Hä? Du verarschst mich voll, ich bin doch auch davor. Ey, ist dein Ernst, Mann? Wo bist du? Okay, ey, Leute, ich muss jetzt auflösen, Digga. Ich muss auflösen jetzt. Ey, hallo. Ey, ist das gerade dein Ernst? Du wurdest gerade richtig auseinandergenommen, das weißt du, ne? Und jetzt frag dich mal dreimal, warum du verarscht wurdest. Hast du nicht eine Freundin, die gerade zu Hause sitzt und auf dich wartet? Alter, ey Leute, das muss so ein Knockout für ihn gewesen sein. Shit, Alter. Ey Leute, ne, ich kann nicht glauben, dass das so krass geklappt hat. Ey, aber jetzt mal ganz ehrlich, Leute, meine Meinung dazu ist, ne, das einfach zurückzahlen, dass die merken, wie sich das anfühlt. Nur einfach, der fühlt sich jetzt richtig verarscht. Genau wie seine arme Freundin zu Hause sitzt, das Video sieht und einfach weiß, dass ihr Freund sich einfach gerade mit einem anderen Mädchen treffen wollte und das auch noch nachts. Egal, ich will auch nichts Großartiges dazu zu sagen. Jeder weiß, jedes Mädchen und jeder Mädchen oder Junge, keine Ahnung, wie man es jetzt sagt, weiß selber. Ich will jetzt niemandem sagen, dass er natürlich Schluss machen soll. Du musst das selber für dich wissen. Ansonsten hoffe ich, dass euch natürlich das Video gefallen hat. Ich kann es irgendwie immer noch nicht glauben. Und vergiss nicht, wenn ihr es öfter sehen wollt, müsst ihr einen Daumen hoch da lassen. Ich würde sagen, bei 6000 Likes ballere ich diese Aktion nochmal und ich versuche es noch 1000 Mal krasser zu machen. Ich werde versuchen, diese Person sogar in eine nächste Stadt zu locken.
Okay, das müssen wir gucken, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber wir gucken mal, was ich machen lässt, Leute. Das wär's von mir. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir mal einen Daumen hoch da und ich würde sagen, ciao und bis zum nächsten Mal, Leute.